Sie sind alle der Einladung einer politischen Stiftung gefolgt, die 1957 vom ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, gegründet worden ist. Wir haben es mit einer Mobilmachung gegen nahezu alles zu tun, was Einsicht abverlangt. Ich persönlich hätte vor 10 Jahren ganz gewiss nicht vermutet, dass wir uns jemals so wie heute in einer Situation befinden würden, in der naive Staatsgläubigkeit auf der einen Seite einem mindestens ebenso naiven, nun aber restlos destruktiven Hass auf die politischen Institutionen freiheitlicher und rechtsstaatlicher Demokratien auf der anderen Seite gegenübersteht. Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit, bemerkte damals schon Bismarck. Der langjährige Schweizer Bundesrat und zweimalige Bundespräsident Caspar Villiger ist das wohltuende Gegenstück zu diesen gefährlichen Politunternehmern, von denen ich gerade sprach. Er ist alles andere als ein politischer Verführer, von denen es durchaus in der Schweiz einige Exemplare gibt. Villiger hingegen ist ein besonnener, verantwortungsvoller, verantwortungsbewusster Liberaler. Ein Demokrat mit tiefer humanitärer Gesinnung. Es ist für uns eine große Ehre, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, aus unserem Nachbarland. Caspar Villiger, ich sage das hier mit Überzeugung, ist der bedeutendste liberale Staatsmann, den die Schweiz in den vergangenen 30 Jahren hervorgebracht hat. Ich weiß, mit den Superlativen ist das in der Schweiz so eine Sache. Bloß keine Lobhudelei. Villiger verstand und versteht sich immer als Unternehmer in der Politik, nicht umgekehrt. Wir ehren einen politischen Denker, der die empirische Erfahrung des politischen Alltags zu kohärenten Regeln und Thesen verdichtet und liberale Konzepte zur Praxisreife führt. Verehrter Herr Villiger, im Namen der Jury gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zum Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Nun gilt mein Dank natürlich vor allem der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ihrem Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Gerhardt und der Jury unter der Leitung von Frau Dr. Karin Horn, dass Sie mir für mich völlig unerwartet, wirklich völlig unerwartet, Ihren Freiheitspreis überreichen, erfüllt mich mit sehr viel Freude, auch mit Dankbarkeit und ein klein bisschen Stolz natürlich auch. Sogar wir Schweizer machen das hin und wieder. Weil nun Politiker über die Ausgestaltung der wichtigsten ökonomischen Institutionen befinden, sind letztlich Sie für Wohlstand oder Armut verantwortlich, nicht durch Ihre direkte Arbeit, sondern durch das, was Sie im Umfeld eben an Anreizen beschließen. Oft übersehen Politiker allerdings etwas wichtiger, nämlich dass die Menschen manchmal ganz anders auf die institutionellen Anreize, die sie fabrizieren, reagieren, als sie gerne möchten. Und wenn ich heute der Stärkung des freiheitlichen Pols das Wort rede, so nicht etwa, weil mir die Bedeutung des kollektiven Pols nicht bewusst wäre. Ich tue es, weil die Balance zwischen diesen Polen zunehmend in Schieflage gerät, und zwar zulasten des freiheitlichen und zugunsten des kollektiven Pols.